Hört sich fast an wie ein Düsenjet, ein bisschen leiser, okay, aber doch. Hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Ich bin da heute in Portland, Oregon. Erstmals mit der neuen Livewire von Harley Davidson unterwegs. Das ist ein Elektromotorrad und schaut euch das an, das wird richtig spannend. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt der typische Harley-Davidson-Fahrer bin, aber die Livewire ist auch keine typische Harley-Davidson und man muss auch hin und wieder mal über den Tellerrand schauen. Man hat ja nicht wirklich erwarten können, dass gerade Harley-Davidson eines der ersten Elektromotorräder auf den Markt bringt. Seit 2010 haben sie daran schon gearbeitet, an dieser Livewire, und jetzt 2019 ist es soweit, steht das fertige Motorrad vor uns. Ich habe es heute fahren können. Es gibt es in drei verschiedenen Farben, in diesem matt orange, in einem matt gelb und in einem glänzenden schwarz. Es ist einfach wirklich nicht typisch für Harley Davidson, wie sich dieses Motorrad anfühlt, wie sich dieses Motorrad fährt, und ich kann euch verraten, es fährt sich sehr, sehr sportlich. Das beginnt auch schon einmal von den Leistungsdaten. Wir haben da 106 PS und 116 Newtonmeter, und ihr wisst, was das heißt bei einem Elektromotorrad, da liegen diese Newtonmeter vom Wegfahren von Null an, und das merkt man beim Fahren. Das ist natürlich ein Fahrgefühl, wo man sehr, sehr sportlich auch fahren kann, wo man jederzeit das volle Drehmoment zur Verfügung hat. Das Herzstück des Motorrads ist natürlich dieser Akku, diese Batterie, die 120 Kilo wiegt und damit fast die Hälfte des Motorrads, das ja sonst eigentlich sehr leicht wäre, aber so eben auf 250 Kilo kommt. Diese 250 Kilo spürst du aber nicht wirklich beim Fahren. Das ist dadurch, dass der Schwerpunkt relativ tief ist, ist das recht angenehm zu handeln. Dadurch, dass die Fußrasten dort sind, wo Fußrasten meiner Meinung nach sein müssen, nämlich direkt unter dem Sitz, ist es auch kein typisches Harley-Davidson-Fahrgefühl, sondern mehr ein Naked-Bike-Gefühl, und genauso fährt sich das Motorrad dann auch. Es liegt gut in der Kurve, es hast eine gute Ergonomie. Die große Frage, die sich bei Elektromotorrädern natürlich immer stellt, ist: Wie weit komme ich? Je nach Fahrweise kommt man mit so einem Akku, mit so einer Akkuladung zwischen 150 und 230 Kilometer. Das ist jetzt schon recht ordentlich, aber natürlich immer noch zu wenig, wenn man ein Tourenfahrer ist. Der Wahnsinn ist, in einer Stunde ist das Motorrad wieder voll aufgeladen, in 40 Minuten hast du 80% der Kapazität wieder aufgeladen. Allerdings hat es einen kleinen Haken: Nur bei diesen Schnellladestationen, wie sie bei den Harley-Davidson-Händlern stehen oder wie sie auch bei Tankstellen oft mit Ladestationen zur Verfügung stehen. Bei der normalen Steckdose dauern 20 Kilometer eine Stunde, also 20 Kilometer Reichweite eine Stunde, und das Ganze ungefähr 10 Stunden, bis der Akku wieder voll ist. Also das ist dann für was für die Nacht. Das heißt, in die kalte Kuchel fahren und dort dann an Topfenstrudel essen, eine Stunde warten und wieder aufklappt, spielt es leider nicht, außer sie würden dort einmal so eine Ladestation aufstellen. Trotzdem muss ich sagen, hat mich das Motorrad überrascht, positiv überrascht. Es ist natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl als mit einem herkömmlichen Motorrad mit Verbrennungsmotor. Du hast praktisch keine Vibrationen, es zieht immer ganz, ganz ruhig los, fast lautlos surrt es dahin. Technisch ist es natürlich auch wirklich am letzten Stand. Es ist die erste Harley, die wirklich alle Hilfsmittel an Bord hat. Du hast ein Kurven-ABS, du hast eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Du hast 7 verschiedene Fahrmodi, von Road über Sport, über Rain, über Range und 3 individuell konfigurierbare Modi.
Wenig überraschend ist der Sportmodus der spannendste, der lustigste, der leibendste. Da geht wirklich was weiter. Da ist die Gasannahme sehr, sehr direkt. Da ist die Traktionskontrolle ein bisschen minimiert. Also das ist wirklich der Spaßmodus. Der Roadmodus, okay, wie der Name schon sagt, fürs Dahinfahren. Regen, auch keine Frage. Gasannahme sehr reduziert. Traktionskontrolle relativ früh parat. Und der Range-Modus ist ganz einfach darauf ausgelegt, so weit wie möglich zu kommen. Also da ist auch alles immer ein bisschen reduziert. Eine Besonderheit ist auch, dass der Akku im Leerlauf nachgeladen wird. Da haben sie auch eine spezielle Technik dafür verwendet, dass dann das Hinterrad nicht blockiert. Also jedes Mal, wenn du bergab rollst oder auch in der Stadt rollst, ohne dass du Gas gibst, lädt der Akku auch gleich wieder ein bisschen auf. Das ist sicher auch sehr, sehr praktisch. Zum sportlichen Motorrad passt auch die Bremserei. Du hast vorne zwei Brembo-Scheiben, zwei 300er Brembo-Scheiben verbaut, die wirklich gut funktionieren, die das Motorrad wirklich gut verzögern, wenn du den Anker wirfst. Das Fahrwerk ist auch ordentlich. Das ist von Showa vorne und hinten voll einstellbar. Du hast 115 mm Federweg. Ist natürlich jetzt dann bei einer schlechten Straße, jetzt spürst du es schon direkt. Das ist natürlich nicht das komfortabelste Fahrwerk, aber trotzdem bügelt das auch einiges weg und das spricht sehr, sehr zielgenau, sehr punktgenau an. Also du kannst das Motorrad richtig sportlich fahren. Du kannst damit flott unterwegs sein. Der Motor passt sehr, sehr formschön in das ganze Gebilde. Der Alurahmen, der eben mit der Batterie verschraubt ist, damit die Batterie auch eine tragende Funktion ausübt. Hinten auch das Federbein von Showa, voll einstellbar. Das ist alles sehr, sehr wertig und spricht meiner Meinung nach eine neue Kundenschicht für Harley-Davidson an. Natürlich, der Preis ist nicht ohne mit 33.290 Euro in Österreich oder 300 Euro weniger in Deutschland. Muss man schon ein bisschen was auf der Seite haben, um sich so ein Motorrad anzuschaffen. Aber die Käuferschicht, die Harley-Davidson damit ansprechen will, das sind junge, moderne, erfolgreiche Menschen, wenn man so will, die auf ein Umweltbewusstsein mitbringen und die vielleicht auch nicht die typischen Motorradfahrer sind, die es bis jetzt gegeben hat, weil es eben auch ein bisschen ein anderes Motorradfahren ist. Du vermisst bei der linken Hand einmal die Kupplung, du vermisst dann einen Ganghebel, also links ist gar nichts, das ist alles automatisch. Sie haben eben die Hinterradbremse traditionell rechts mit dem rechten Fuß belassen und die Vorderradbremse mit der rechten Hand, damit sich auch routinierte Motorradfahrer gut zurechtfinden. Angetrieben wird das Ganze von einem Riemen und du hast eben jederzeit das volle Drehmoment. Zu den Reifen, die von Michelin entwickelt sind und mit Harley-Davidson gebrandet, die sind halt eher für den amerikanischen Markt entworfen, wo Laufleistung im Vordergrund steht und vermitteln vielleicht nicht das letzte Vertrauen, die letzte Präzision. Also ich persönlich würde da dann doch eher einen bewährten Sport-Tourenreifen aufziehen. Ein Wort dann auch noch zum Display. Das kannst du mit einer App verbinden und dann hast du irrsinnig viele Möglichkeiten der Steuerung. Du kannst jederzeit den Akkustand abrufen, du kannst Ladestationen abrufen. Also du hast einen Feind dafür, Ladestationen. Es gibt mittlerweile 250 Harley-Davidson-Händler in Amerika und Europa, die schon solche Ladestationen haben. Alle Davidson-Händler, die das Motorrad verkaufen werden, werden so eine Ladestation haben. Leute, die ein Motorrad gekauft haben, werden die ersten zwei Jahre gratis dort immer laden können. Das sind alles so Schnellladestationen, wie sie eben auch bei manchen Tankstellen zu finden sind. Und ansonsten ist es halt so, dass du wahrscheinlich, wenn du in die Arbeit fährst, danach vielleicht noch eine kleine Runde fährst, wenn du zu 150, 200 Kilometer weit kommst damit, ist es ausreichend für so eine kleine Tagestour, für so eine Halbtagestour, Afterwork-Tour und am Abend steckst du es an, in der Früh ist es wieder voll. Also so gesehen ist es schon ganz okay. Dann sind sehr viele Details, die wirklich durchdacht sind. Du hast hier, wo normalerweise der Benzin eingefüllt wird, wird die Batterie geladen, kommt der Stecker rein. Ich war richtig, richtig angenehm überrascht, wie sportlich sich das Motorrad fahren lässt, wie süchtig machend
direkte Drehmoment bei jeder Lebenslage, in jeder Lebenslage ist. Also das macht richtig Spaß. Das war's dann jetzt schon wieder von mir. Es würde mich jetzt natürlich noch interessieren, was ihr davon hält, ob ihr findet, dass Harley-Davidson damit auf das richtige Pferd setzt, ob ihr auch überlegt, ein paar Probefahrt zu machen, ob ihr vielleicht bestellen werdet, was ihr von Elektromotoren dann überhaupt hält, oder ob ihr sagt, na, ich brauche den Benzinduft, ich brauche Vibrationen, ich brauche einen bollenden Motor, so wie eben Harley-Davidson bekannt ist für den bollenden V2-Motor. Schreibt es unten in die Kommentare, es würde mich interessieren, weil es wird noch einiges von Harley-Davidson kommen. Harley-Davidson will die Marke jünger, frischer machen, hat vielleicht auch ein Generationenproblem mit der Kundschaft und will eben auch neue Kundschaft ansprechen. Es wird demnächst auch noch ein Adventure-Bike kommen, also eine große Reise-Enduro. Es wird ein Naked-Bike kommen von Harley-Davidson, also da wird sich einiges noch tun in dem Bereich. Und da können wir wirklich gespannt sein, was die da noch auf die Beine stellen. Dieses Motorrad finde ich wirklich gelungen. Es ist wirklich alltagstauglich schon, wenn man jetzt nicht der große Tourenfahrer ist. Und es macht Spaß. Es ist einfach so, dass es anders ist. Andere Emotionen weckt. Ganz lustige Details, wie zum Beispiel, wenn ich stehe im Leerlauf, im sogenannten Leerlauf, hat es diesen, sie nennen es Herzschlag, das heißt, da bewegt sich das Motorrad immer wieder so leicht, damit man nicht darauf vergisst, dass wenn man am Gas dreht, dass dann gleich die volle Post losgeht, weil das ist schon dann gefährlich sonst auch. Gut, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. What do you think? Cool. You enjoying the bike? Yes, very much. It's strange, but it's great. You feel the torque, you know, it's really good for winding roads and moving in the city, like it.